herzlich willkommen zur 103. Folge unseres Let's Play Lumberjacks Dynasty. Ja, wir sind hier gerade am Rasenmähen. Bisschen am Krach machen. Hier innen drin scheint soweit alles fertig zu sein. So, ab dem Gewächshaus. So, hier haben wir noch eine Ecke. Hier haben wir auch noch was. Ja, hier ist auch noch reichlich.
Und hier haben wir auch noch ein Stückchen. So, das hätten wir. Jetzt müssen wir noch die Büsche entfernen. Das zählt offensichtlich nicht als Büsche. Ich wollte nicht den Baum fällen. Ich wollte den Stamm hier. Geschafft. Gute Arbeit, vielen Dank. Ja. Gern geschehen. Vierunddreißigtausend. Hatte ich nicht schon mal mehr? Ich glaube, da hatte ich. Ach ja, ich hatte ja dieses riesen Grundstück gekauft. Genau. So, dann gucken wir mal. Nö. Da ist nichts mehr. Zwei Aufträge pro Tag ist natürlich nicht allzu viel. Ja, okay. Dann geht's hier weiter. Ey, ich hab gesagt, da unten. Er zieht ihn einfach wieder hoch, den Arm. Ich weiß nicht, was das soll.
Den dicken wollte ich haben. Dann nehmen wir den nämlich schon mal weg. So, die dünnen lassen wir jetzt liegen. Weil wir haben unten jetzt ein paar dünne. Halt! Wieso kann ich den nicht abladen? Egal. Hey, ich habe die Maustaste gedrückt. Wieso springst du trotzdem da sonst wohin? So. So, dann fange ich wieder von hinten an. Bleib doch stehen. Glaube ich nicht. Das glaube ich echt nicht. Was ist das für eine eigenartige Physik hier bei diesem Spiel? Wieso springt der dann darüber? Da ist eine Riesenlücke. Ich will diesen dicken Stamm hier mitnehmen.
kriege ja eh nichts mehr weiter mit. So, auch das haben wir. So, den einen dicken, da will ich haben. Ich komme nicht ran. So, jetzt. Sonst kriege ich eh nichts mehr drauf.
Teil. Boah. Den interessiert das auch nicht, ob du die Maustaste drückst oder nicht. Wenn der hin und her jumpen will, dann will der hin und her jumpen. Aber das macht er ja nur, wenn der Hänger voll ist, habe ich so den Eindruck. Gut. Warum die sich so komisch legen, keine Ahnung. So, jetzt noch einmal rum. Ey, bleib doch stehen. So, und jetzt wieder zurück, weil wir jetzt zu weit von dem wegstehen, weil er ja wieder mal durch die Gegend rutschen musste.
Gut, aber damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann, tschüss.